So, da sind wir wieder in Banjo-Kazooie. Ja, hier hat es ja letztes Mal aufgehört und ich habe genau hier den Save gemacht. Deswegen muss ich nichts nachspielen, gar nichts, kann einfach direkt weitergehen. Und da sind wir wieder in Daridactylus-Land. Den Zug können wir auch gleich mal hier lassen, weil den werden wir brauchen. Trampeltal. So. Nein, lass mich zufrieden. Du hast es ja drauf angelegt. So, den Zug werden wir, wie gesagt, brauchen. Na. Die goldenen Federn werden wir auch brauchen. So, haben wir auch wieder fast voll. Sehr gut. So. Le Warp. Wo haben wir Le Warp? Da haben wir den Warp. Ich hoffe, ich höre mich jetzt gerade nicht irgendwie heißer an. Weil das wäre doof. Trampeltal. Da haben wir es ja gleich an erster Stelle. Hier wird jetzt nochmal gesaved. Und geteilt. Jetzt kann ich sie mal demonstrieren. So, volle Energie. Jetzt werdet ihr sehen, was passiert. Ein weiter Weg. Ah ja, gut, okay, das war's schon. Ja, genau deswegen brauchen wir auch den Schlummersack hier. Aua! Bei dem Krach kann man doch gar nicht schlafen, ey. Ach, man kommt aber auch nicht durch, ne? Das kannst du vergessen. Also man wird getroffen, also der Schlummersack ist hier unbedingt notwendig. Ich frage mich, wie wir das mit Kazooie schaffen wollen. So, das haben wir geschafft. Okay, mit Banjo können wir das hier aktivieren. Mit Kazooie können wir den Chinyo befreien. Fehlt uns denn noch ein Chinyo? Ne, nicht speichern und Ende, sondern... Tatsächlich, eins fehlt uns noch. Haben wir wieder übersehen. Beziehungsweise ich hab's übersehen. Tauschen. Gut. Ja gut, Kazooie ist schneller. Boah. So.
So, den Chinyo haben wir befreit dann. Sehr gut. Und hier haben wir das Puzzleteil. Und wo es hier hingeht, das werden wir auch noch sehen, aber ein anderes Mal. Ja. So, Trampeltal haben wir geschafft. Das 9. Puzzle können wir nicht machen. Moment mal, hatten wir nicht noch vorher was anderes? Ach ja, genau, die Uckel-Buckel-Höhle. Genau, da müssen wir wieder zum Anfang der Welt. Das machen wir auch gleich. Dann ist auch Schluss für heute. Ist wieder genug produziert worden. So. Ja, das Headset ist jetzt eigentlich auch ziemlich akzeptabel. Solange ich nicht übersteuere, ist die Qualität eigentlich relativ gut. So. Da mussten wir den Ugelbuckel. Mist, ich hätte eigentlich vorher mal mit ihm reden sollen. Habe ich wieder einen Dialog ausgesetzt. Mist. Egal, Tag, ne? Hallo. Mit dem Stotterproblem solltest du zum Arzt gehen. Nicht stottern, für Flix kalt, keine Zentralheizung, auch kein Essen, Uga-Buga-Stampe, Wachthöhle draußen, bitte Wärmhöhle auf, gib Essen. Hast du ein Puzzelo? Vielleicht erst Wärme und Essen. Ich kalt und hungrig, bitte hilf. Na gut, Feuer können wir machen, das ist kein Problem. Funktioniert sogar. Ich jetzt warm, aber immer noch hungrig. Fast Food gut. Genau, friss doch die Stöcke, du Aff. So, Fast Food gut. Fast Food bekommen wir in Hex-Hex Park. Und was haben wir hier? Two Witchy World. Genau. Dann sind wir jetzt hier im Hex-Hex-Park und hier haben wir wieder die Vogelabdrücke. Also jetzt müssen wir Fast Food besorgen. Aua! Verdammt. Das ist alles deine Schuld. Der hätte ja sagen können, dass es wehtut, wenn ich da runterfall. Nein. Ruhig. So. Die Ploppschuhe, die haben wir da oben dann auf dem Zelt, wo das eine Chinchu war. So, ich weiß jetzt nicht genau, was die wollen. Ich nehme jetzt einfach mal einen Hamburger. Hey, Toch! Gib mir einen Hamburger, Earl. Komm, gib her das Scheißding. Ich weiß, ich habe keine Hamburger mehr. Oh, ich sehe keinen. Wie viel haben wir jetzt eigentlich davon? Gehen wir mal auf Fundsachen. Warum auch noch nicht drin? 5 Shadow-Seiten, 5 Hamburger und 2 Dublonen haben wir. Ich glaube, das reicht. So, wir können ja jetzt nicht den normalen Ausgang benutzen. Das Zeug ist ja weg, deswegen nehmen wir den Schmuggelausgang. Wenn ich denn da hochkomme. Wenn sich die Kamera mal vernünftig stellen würde. So, da haben wir sie schon.
Ja, du mich auch. So, und dann geht's hier hoch. Und geschafft. So. Da haben wir die letzte Hürde auch schon gepackt. Obwohl, die letzte Hürde war es noch nicht, ne? So. Teilen. Müssen wir uns teilen? Eigentlich ja nicht, ne? Ich kalt und hungrig, bitte hilf. Ich dein Essen will, du geben. Ja. Gut, der frisst. Das gut, ich sehr glücklich. Bauch jetzt voll, aber Höhle immer noch eisig. So, jetzt ist warm. Zieh doch mal ein paar Schuhe an. Ist ja schlimm. Wir Uglus jetzt alle glücklich. Wieso alle glücklich? Der unten hat doch noch nichts zu essen bekommen. Komm, du bekommst auch was zu essen. Nein, du sollst essen. Essen geben, nicht aufs Ge... Mann, ey, red doch jetzt. Ich jetzt warm, aber immer noch hungrig. Fast Food gut. Ich dein Essen will, du geben. Na sicher, hier nimm. Das ist gut, ich sitze sehr glücklich. Na dann, ist ja gut. So, dann machen wir auch den letzten glücklich. Sind halt drei Leute hier. Kann man den auch hier? Geht. Funktioniert ja einwandfrei. Ich jetzt war aber immer noch hungrig. So, immer noch hungrig. Das ist gut, ich sehr glücklich jetzt. Bär und Vogelfreund retten Uglubuglu-Stamm vor Aussterben und verdienen sich Belohnung. Jawohl, wir bekommen eine Belohnung. Juhu. Warum sind da Zahn? Ich dachte. Ich hab's jetzt nicht lesen können, aber irgendwas mit Schokolade war's. Ihr könnt ja selber mal das Video stoppen und nachlesen. So, dann haben wir den Uglubuglu-Stamm gerettet. Dann brauchen wir unsere liebe Katsui. Die Dank. Ihren neuen Move ja jetzt überall hinkommt. So. Das ist eines meiner goldigen Kleinen. Oh, ist es nicht süß. Ja, das fliegt jetzt ganz von alleine nach Hause, frisch aus dem Ei geschlüpft. So, was brauchen wir denn? So, Zeiteier sind immer gut. So, dann schauen wir mal weiter. Terrys Eier. Wir haben ja jetzt halt alles, was wir brauchen, um den Auftrag abzuschließen. So.
Nein, wir müssen andersrum. Ja, du rennst mir jetzt hinterher. Ist ja schön für dich. Lass mich doch mal zufrieden, du blöder Dinosaurier. Mann, 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 Mann. Ach ja, richtig, den können wir noch gar nicht, den Move. Ah. Jupp, deswegen kommen wir da auch nicht ran. Nein. Kommen wir da oben rein? Auch nicht. So, gut, ja, dann muss ich wohl mal da die Sprungschuhe suchen. Mit Katsui den kleinen Rundflug machen. Ach, das sind sie ja. Nein, ich glaub's nicht. So. So, da haben wir es ja auch schon geschafft in Windeseile. Klaue ich mir die Pfeile. So, da haben wir Nummer 2. Ja, es ist sehr süß. Ein kleiner Wonneproppen ist es, ne? Süße kleine Racker auf dem Acker. Nein. Gegen Kinderarbeit. Wir sind gegen Kinderarbeit. Jo. Dann geht's weiter. Mach jetzt hier extra ein bisschen schneller, weil ich auch mal zum Ende kommen will langsam. Nein. Komm. Und mal wieder zwischendurch saven. So, hier muss irgendwo Nummer 4 sein. Nummer 3. Wow. Okay, also die Katsui-Kabriole hätten wir jetzt nicht gebraucht unbedingt. Hm, naja. Das ist eines meiner goldigen Kleinen. Oh, ist das nicht süß? Ja. Eins fehlt jetzt noch. Und wo das jetzt genau ist es? Weiß ich gar nicht. Ich entsinne mich. Ja, doch, doch, ich weiß es. Ich weiß es, ich weiß es. Ja, ja, und tschüss. Hüpf. Dann nehmen wir Banjo gleich mal mit. So, nochmal safen.